auf, los, Scheiße. Ich kann das nicht. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Caramella, du kannst mich aber auch Sexy Bunny nennen. Spaß. Frohe Ostern an euch alle. Ich liebe Traditionen, ne? Und ich finde, Traditionen sollen aufgehalten werden, beibehalten werden. Hast du schon mal Eier gesucht? Ja, habe ich schon mal. Ich finde, das macht super Spaß. Und ich habe irgendwann vor 3 Jahren oder so, habe ich mal so Ostereier in der Stadt versteckt. Das machen wir heute wieder. Gisem ist am Start, ne? Wir kennen sie alle. Einmal einen großen Applaus, bitte. Das sind Plastikeier, die kann man halt aufmachen und da ist kein Eigelb und kein Eiweiß drin, sondern was viel cooler ist. Ich bin ganz außer Atem. Der Job als Osterhase ist wirklich anstrengend. Hittet dafür auf jeden Fall den Like-Button und abonniert den Channel, weil sonst verpasst ihr was richtig Cooles. Gisem hat heute die Chance, richtig abzustauben. Ich habe überall in Hildesheim Eier versteckt. Ich war richtig als Osterbunny gerade unterwegs. Nun seht ihr, wo die Hobby-Osterhäsin Caramella die Eier versteckt hat, damit ihr checkt, wo Gisem suchen muss. Das erste Versteck ist diese Leo-Tankstelle hier, und zwar die Löwentankstelle. Und hier bietet es sich eigentlich ganz gut an, die hier unter diesem Baum zu verstecken. Die zweite Stelle ist Obi, der Fachhandelmarkt für deine Projekte, die du machen möchtest. Vielleicht kann man dir hier so ein bisschen so... Es ist schon relativ auffällig, ne? Aber hier ist ja gerade weit und breit... Oh, da ist er tatsächlich doch jemand. Naja, meine Eier klaut. Da hast du echt Eier. Wir befinden uns an meinem Lieblingsort in Hildesheim, an der Polizeihauptwachstelle. Und wir haben natürlich wieder 2 Eier. Let's! Die sind schon ein bisschen schwieriger zu finden. Auch eine ganz tolle Stelle hier. Das ist Fake Australien, ja? Das ist auch Back-In. Also hier ist ein bisschen schwierig zu verstecken. Ich würde sagen, wir gehen hier ans hintere Ende und verstecken das einfach in diesem Kondomautomat, weil ich hoffe mal, dass in dieser Zeit einfach niemand da dran geht. Und hier wird jetzt auf dieser großen Wiese einfach das goldene Ei versteckt. Oh mein Gott, ich werde abgelenkt von dieser McFlurry. Oh, Kit Kat Strawberry. Mm. Da ist so eine Papiertüte. Wir legen das einfach so hier rein. Bisschen versteckt. Das ist das randomste Versteck. Ever. Du kriegst gleich Rätsel und anhand dieser Rätsel musst du die Eier ausfindig machen. Und dann findest du 2 Eier. Und dann musst du zwischen diesen Eiern 1 auswählen. Oh, das ist ja krass. Ist krass. In dem einen, ne, wenn du es öffnest, befindet sich nämlich diese wundervolle Schokolade. Ne? Ich dachte, wir machen Diät. Ja, also, ich dachte also nicht Diät, aber gesundes Essen. Ja, dann isst du die halt in 6 Monaten. Oder du findest halt einfach das Ei. Denn da drin befinden sich sage und schreibe. €50. Geil. 50 Euro. Chillig. Und du darfst es wirklich behalten. Darf ich die vorher auch in die Hand nehmen? Nein. Was ist denn das? Ja, schütteln, damit ich weiß, was drin ist. Wir sind noch nicht in einem Supermarkt und finden heraus, ob in jedem 7. Ei irgendwas drin ist. Meinst du ernst, du darfst es wirklich behalten? Hä, warum? Ich weiß nicht, ich finde es witzig. Ich finde es witzig, wenn du dein Geld einfach random verschenkst. Ja, stimmt, sowas magst du. Also ich weiß nicht, irgendwie... Hä, wie cool. Ja, also das... Natürlich ist in jedem Ei 50 Euro drin, was dann richtig ist. Ja, genau. Oh Gott, jetzt wird... Ja, weißt du, jetzt darf ich es behalten. Jetzt. Was denn? Fühl ich mich schlecht, wenn ich... Ja, normal. Ja! Es sind insgesamt 9 Eier versteckt. Immer 2 pro Station. Es gibt ein Ei, das ist das goldene Ei. Das ist ein ganz besonderes Ei. Wenn du das am Ende findest... Dein goldenes Ticket drin, ne? Dann wirst du richtig glücklich sein, ja? Das Ding ist, du hast halt 30 Minuten Zeit. Ja. Guck mal ihr Gesicht, ich wusste es. Ein Haken. Ich dachte, sie macht irgendwas richtig Cooles. Ich liebe Schnitzeljagden. Ich habe dir das ja schon richtig oft gesagt, ja, dass ich das richtig gerne mal machen würde. Aber nicht unter Zeitdruck. Ich sehe ein bisschen so aus, als hätte ich heute mein Playboy-Cover-Shooting. Ja, ich habe deine Story schon gesehen. Oder ein bisschen Ariana Grande-mäßig. Ja, stimmt, das könnte auch sein. Aber hat sie nicht immer schwarze Ohren angefangen? Ja, aber wir Dings. Ich sage dir jetzt schon mal das erste Rätsel, ja? Mhm. Du musst ein bisschen um die Ecke denken. Du musst ein bisschen, musst dich ein bisschen darauf einlassen, okay? Okay. Kreativ sein. Sachen, die eigentlich unmöglich erscheinen, musst du für möglich halten. Ja, weil ich auch so gut daran bin, ne? Du kannst das. Du schaffst das. Denk dran, ist hier in Hildesheim. Mhm. Nicht übertrieben weit weg. Denk dran, was kennst du, was kenne ich, okay? Okay. Baby, wir gehen auf Safari. Komm, wir holen Rum Bacardi. Der Preis ist hoch, wie die Prozente bei Raki. Was mit Safari? Der Preis ist hoch wie bei Raki? Nee. Da muss ich richtig genau hinhören. Dann lies doch mal vor. Baby, wir gehen auf Safari. Komm, wir holen Rum Bacardi. Ja. Wir holen, ne? Ja, wir holen. Doch der Preis ist hoch, wie die Prozente bei Raki. Tankstelle. Oh! Tankstelle, safe Tankstelle. Oha, woher weißt du das? Doch, safe. Welche und welche? Hier, die Tankstelle. Denk doch mal nach. Der erste ist vielleicht noch ein Hinweis. Safari? Oh Gott, das ist so aufregend. Safari? Ja. Welche Tankstellen gibt es hier in Hildesheim in der Umgebung? Denk nach. Bärentankstelle? Die bei Café de Sol vielleicht. Bärentankstelle? Ist das Safari? Nein, im Bär ist keine Safari. Leo-Tankstelle! Ja! Krass, du hast das erste Rätsel gelöst. Ich habe die tatsächlich einmal mit Kemal alle gemacht, ne, um die so zu approven. Und er hat nicht eine Sache richtig. Chillig, ich muss sowieso tanken. Das deswegen, ja. Aufregend. Los geht's. Sie haben ihr Ziel erreicht. Du musst jetzt natürlich auch noch an der Tankstelle suchen, ne? Die Eier. Ich sehe schon mal. Wie, so, was siehst du denn? Ich seh schon mal. Was siehst du denn? Da sehe ich die Eier. Oh Mann, oh, wie hast du die direkt gefunden? Ich bin zu gut. Okay, aber ich gehe erstmal hin und du musst dann auswählen, ja? Okay. Stabil, stabil. So, also nicht gucken. Okay. Also sag mir. Gelb. Gelb oder pink? Du nimmst gelb. Okay, dann kannst du es dir nehmen. Nein. Ah! Was denn? Oh Mann. Oh nein. Oh Mann.
das der Host gewinnt? Ist das das goldene Ei? Nee, das ist nicht das goldene Ei. Ey, Mist, Mann! Soll ich mal sagen, woran ich es erkannt habe? Du hast es erkannt. Das ist unfair. Nein. Was? Ich durfte eins aussuchen, nicht daran. Woran hast du es erkannt? An dem Ding da unten, ne? Genau, deswegen kriegst du nur 50 Euro für die Runde. Ne, hä? Ja, oh, das ist sehr fair. Das ist wirklich fair. Wie fair? Du hast es gesehen, du darfst vorher nämlich nicht hingucken. Hey, dann musst du sie besser verstecken. Die sind weggeweht. Also wirklich nur fair. Du kriegst, hallo, okay, freu dich mal. Okay, dann nur die Hälfte. Ja. Hier. Ich habe natürlich jetzt die 50 Euro. Ich habe das dann mit einem Zettel ersetzt, ne? Weil wenn die dann geklaut werden wurden, dann erst 50 Euro. Danke. Das Ding ist, du hast erst ein Ei gefunden und du hast nur noch 20 Minuten, ne? Nächstes Rätsel. DIY. Ob Holz, Hai oder Regal aus Blei. Rohstoffe liefere ich herbei. Das ist bestimmt Stammelbach. Okay. Weil das ist in der Nähe. Also im Baumarkt, sagst du? Bau- und Wohnwelten. Ja, Baumarkt, safe. Okay. Aber ist es der Baumarkt? Ich kann leider keine Tipps oder so jetzt mehr geben, ne? Also du musst halt deine Zeit korrekt einteilen. Hä, das kann ich nicht. Sag nicht unter Druck. So läuft das hier im Ostergeschäft. Stammelbach, weil das ist hier in der Nähe. Okay. Und das ist ein Baumarkt. Dann geht's auf zu dem Baumarkt. Jetzt erstmal ein bisschen rennen hier. Kannst du warm oder kalt sagen? Kalt. Emma? Nee, kalt. Ist es in die andere Richtung? Kalt. Kalt! Oh, ich friere sowas von ein. Schlaf alles? Eiszeitiger. Kalt. 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 Ich brauch Schal. Kalt. Kalt. Kalt, kalt, unnormal kalt, ne? Reingeschossen kalt. Gib mal deine Jacke bitte. Kalt, 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 kalt. Was sagst du? Kalt, kalt, kalt. Okay, das ist ein anderes Ding. Das ist ein anderer Baumarkt. Warm. Wo rennst du hin? Kalt, 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 kalt. Kalt, 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 kalt. Hast du mich verarscht? Was hast du eben gesagt? Anderer Baumarkt. Warm. Anderer Baumarkt. 16 Minuten noch. Okay. Ich hab diese noch nie so schnell irgendwo hinfahren sehen. Ah. Ich will meinen Preis. Also ich fühle mich wirklich so ein bisschen wie ein Explorer gerade. Also entdeckermäßig. Ne? Egg. Explorer. Egg. Ob sie hier richtig sind. Ich bin das Ei aufgeben. Ich bin halt einfach exzellent. Exzellent. Das Ding ist, ich habe auch im Rätsel extra am Anfang gesagt, ob. Und das war der Hinweis, dass es Ubi ist. Ah, das hast du nicht gecheckt. Hast du nicht gecheckt. Und du hast nur noch 11 Minuten 55. Also an deiner Stelle würde ich meine Beine ein bisschen Willst schneller bewegen. 100 Euro. Nee. Du willst doch einfach nur, dass ich Sport mache. Hä, das ist doch super. Gib alles, ne? Gib alles. Es geht richtig um was, ne? Die sind offensichtlich versteckt. Ja, ich hab sie schon gesehen. Sind wir schon vorbeigelaufen? Ja. Wo sind die denn langgelaufen? Also ich renne hier auch voll mit kalt. Sind wir vorbeigelaufen? Wärmer. Ich unter dem Ding. Wir sind vorbeigelaufen. Wir sind doch von da gekommen. Ja, quasi. Kalt? Kalt. Wärmer. Hä? Wärmer. Hast du sie vielleicht? Oh mein Gott, okay. Du musst mir jetzt sagen, lila oder grün? Nicht so doll gucken. Okay, lila. Okay, alles klar. Dann nimm dir das lila Ei und öffne es. Ah! Ja! Was ist drin? Schokolade! Normale Menschen würden sich über Schokolade freuen. Ja, hier. Dankeschön. Du hast noch 9 Minuten. Bereit fürs nächste Rätsel? Willst du es erstmal hören, oder? Ach so, ja, stimmt. Okay. Say Cheese. Fotos werden gemacht und nicht nur von deiner Schokoladenseite. Wie fies. Blitzer. Ich muss noch mal was hinzufügen. Okay. Pick up the phone and... Kennst du das Lied? Nee. Okay, dann das nächste Lied. Whoop, whoop. Letzte. Police. Okay. Bei der Polizei. Soll ich jetzt ja oder nein? Fotos gemacht? Ja, dann bestimmt bei der Polizei. Okay. Nicht von deiner Schule, weil so Verbrecherfotos. Ja, Mann! Du hast das Rätsel gelöst! Ja, okay. Dann let's go! Wir müssen mindestens genauso schnell sein, als würden wir als Polizei jemanden verfolgen. Mach's Blaulicht an! Sie stellt wirklich extra noch eine Parkscheibe. Sie hat einfach nur noch 3 Minuten 30. Aber ich gebe ihr ein bisschen extra Time, weil sie ja noch tanken musste und so. Und am Anfang... Ich gebe dir jetzt wirklich noch mal extra Time von 10 Minuten, aber dann beeil dich auch. Also, 13 Minuten hast du noch. Also, es muss irgendwo sein, wo man es sehen kann. Die machen Fotos von dir. Fotos. Also, mir wählt hier alles weg. Du musst ja versteckt haben. Hier sind ja voll viele Menschen, oder nicht? Hast du schon gesehen? Ja. Du guckst auch nicht genau, muss ich sagen. Nicht genau. Du guckst nicht genau. Da ist ein bisschen, da fehlt dir die Genauigkeit, die Präzision, das Feingefühl. Okay, Licht, grün oder orange. Okay, wie schön liebevoll die versteckt sind. Bitte. Du weißt aber, in welchem. Nein, ich weiß es nicht. Ha! Nein. Ja! Nein! Jetzt kriege ich die 100 Euro. Oh Mann, nein! Das bedeutet einfach, du hast schon 150 Euro gewonnen. Gut, dass ich heute Morgen extra noch bei der Sparkasse war, damit ich jetzt nicht mehr sparen kann.
Danke. Warum nehme ich die, gebe ich dir auch noch extra Zeit, Alter? Ich bin so nett, Alter. Du bist wirklich nett. Das ist, nee. Also 10 Minuten noch, ja, ne? Ja, okay. Man bestelle Australien auf Wish. Lässt die Bedienung etwas fallen, heißt es. Wish auf. Man bestelle Australien auf Wish. Australien? Keine Ahnung, Meckes? Subway. Wieso? Das weiß ich nicht. Weil wenn die Bedienung... Subway. Hä? Man bestelle Australien auf Wish. Ja, was ist Australien? Auf Wish. Auf Wish ist so ein, ne, Jugendwort. Okay. Ist ein Jugendwort? Also, wenn man so etwas auf Wish bestellt, so. Verarsche, so fake. So, ja, so. Man bestelle Australien auf Wish. Ja, so fake Australien. Okay. Oder schlechtes Australien. Genau, so nachmachemäßig. Und dann Bedienung. Denk nach. Ich komme nicht drauf, was, weil das, ich muss ja das erstmal lösen. Was ist denn Australien auf Wish? Ja, der ist scheiße. Der ist gut. Ich möchte Adrian hat direkt erraten. Ja, ich bin aber nicht Adrian. Darf ich ihn anrufen? Okay, und dann? Ich frag ihn. Was denn? Und dann? Kannst du das mal öffnen? Ich frag ihn, ob er mir einen Tipp geben kann. Du hast einen Telefonjoker, nutz ihn weiter. Aber er muss mir auch helfen. Wie geht das? An wer er sagt dir jetzt? Ich teile mit ihm dann. Hoffentlich geht er überhaupt dran. Wisch auf. Australien auf Wish. Du musst nachher. Hallo, mein einziger Telefonjoker und er geht nicht ran. Das hätte ich ja vorher sagen können. Er geht nie an sein Handy. Schläft er? Was macht er? Das kann gut sein. Haha, du musst es ganz alleine lösen. Okay, denk nach. Es muss eine Bedienung geben. Wo gibt's eine Bedienung? Bei McDonald's, Burger King, Subway. Nein, nein, nein. Okay, ich geb dir einen Tipp. Ja. Man kann dort etwas trinken. Nur was trinken? Ja, ist eher fürs Outback Inn. Du hast noch 6 Minuten. Wenn du innerhalb der 6 Minuten nicht das Ei gefunden hast und die nächste Location ausfindig gemacht hast, dann fällt das goldene Ei für dich weg, Gisem. Ja, mit 10 km/h wird das auch nichts. Ich fahr fast über 50. Aha, okay. Oh, jetzt verplemper ich Zeit mit Parken. Also, du musst ein bisschen rowdy sein. Wenn du Cash machen willst, Alter, dann musst du auch mal ein bisschen gegen die Regeln spielen. Ja, und dann werde ich abgeschleppt oder so. Aber nur im Club. Es wird direkt keine Zeit verloren. Du hast noch 2 Minuten, um das Ei zu finden und dann das nächste Rätsel zu lösen. Hast du es hier versteckt? Ja. Kannst du das nicht einfach hier vorstellen? Ja, da musst du dich mal ein bisschen umschauen. Wieso, noch 1 Minute 30? Kalt, ich sag dir mal kalt. Ich meine, irgendwo sind wir auch befreundet, ne? Hallo? Wärmer. Du musst es ja richtig versteckt haben. Ja. Wieso, noch 1 Minute? Kalt, kalt, kalt. Vielleicht solltest du mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ja. Okay, sag welches. Greif mal und nimm eins raus. Ja! Nein! Nein! Okay, wenn du innerhalb der nächsten 30 Sekunden das andere Rätsel löst, hast du noch Zeit, um das goldene okay, Ei zu suchen. Okay, ja, dann lies vor. Eine glückliche Mahlzeit. Wenn man mal hat, keine Zeit. Beweg dich hin, sonst wirst du zu einem voluminösen Kreis. Also irgendein Imbiss wahrscheinlich. Dann muss es ja hier in der Nähe sein, weil sonst hätte eine glückliche Mahlzeit. Happy Meal. Wo? Wo ist es? Wow, ich liebe Rätsel. Wir fahren jetzt... Oh, dein Timer ist abgelaufen, aber du hast das Rätsel gelöst. Ja, du musst mir noch die 50 Euro geben, das hast du ja nicht gleich. Es wird Zeit fürs goldene Ei. Ist es auch Gold? Es ist Gold. Weißt du, wie krass ich bin? Es ist einfach Gold, ich habe selber eingefärbt. Wie denn? Ja, mit Gold. 1 Minute hast du jetzt nochmal, ja? Und du musst ab jetzt suchen, 1 Minute hast Zeit und es ist irgendwo auf der Wiese. Auf der Wiese? Auf der Wiese, so richtig ostereiermäßig. Wow. Ja, so schlechte Augen. Auf der Wiese, nicht in einem Gebüsch oder so? Nein, auf der Wiese. Hälfte der Zeit ist um, 30 Sekunden. Hier ist kein Ei. Du hast noch 18 Sekunden, Gisem. Hast du schon gesehen? Ich weiß, wo es ist. Ja, normal weißt du, wo es ist. Ob du es jetzt schon gesehen hast? Oh Mann, du hast noch 10 Sekunden. Oh nein. 3, 2, 1. Oh, ich kann nicht mehr. Heftig, Alter, heftig. Oh nein. Was? Das steht Nikes drauf. Juhu, du kriegst weiter Nike Air Force. Jetzt kannst du dich entscheiden, das Geld oder die Air Force. Die Air Force. Ja? Ja, safe. Ja, okay, du kannst es auch von dem Geld auch. Die Air Force habe ich denn schon bekommen. Du hast mir immer noch die 50 Euro verfolgt. Ja, das kennen wir jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist einfach... Stabile Leistung. Das hat noch nicht, also den Osterhasen so eins auszuwischen, ne? Ich kriege immer noch 50 Euro. 51, das sind 100. Und das sind 50, also habe ich 150 und Likes bekommen. Naja, die 50. Danke. Scheiße, richtig tolles Video. Ich dachte ehrlich gesagt, du findest nicht so viel. Bestellungen werden aufgegeben und es sind die neuen Air Force in the back here. Und jetzt wird sich hier auch noch dieser miese Kuchen gegönnt. Falls du diesen Channel noch nicht abonniert hast, dann wird es höchste CHU. Eisenbahn. Wir sehen Kim Donnerstag um 18:30 Uhr wieder und bis dahin folgt ihr einfach auf Instagram für private Einblicke in ihr Leben.